wieder erwarten, war es nicht Dark Dragon 6333, der mich letztens angeschrieben hat, sondern Rapper Supper. Ja. Das hat euch jetzt wahnsinnig interessiert und ich weiß nicht, wo ich lang gehen will. Hier gibt es Gegner und auf der anderen Seite gibt es gar nichts, oder wie? Solange wie es nur Kakerlaken sind, da kann ich mehr mit leben, ne? Das sind alles nur irgendwelche Scheißteile hier, ne? Keine Bewandtnis. Der Schreibtisch ist auch leer. Aber Hauptsache ein Spielzeugauto. Das ist doch auf was es ankommt, ne? Zocken während der Arbeit. Auch wenn es nur mit Spielzeugautos ist. Großes versenktes Buch. In so einer Bücherei denkt man eigentlich auch, dass man so Fertigkeitsbücher oder so findet, aber nix. Pfeil. Nix. Ich guck ganz. Oh! Bitte! Oh! Verdammte Kakerlake. Oh, wisst ihr, ich hätte ihm nicht zurückschreiben sollen. Boah, 80 Kronkorken. Hier geht's aufs Klo runter. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, ich gucke genau auf die Tische. Weil ja sinnvolle Bücher drauf liegen könnten. Bis jetzt finden wir doch überwiegend sinnlose Bücher. Sehr viele sinnlose Bücher. Wirklich eine Menge. Ja, ist gut. Metall. Ach, warum gucke ich mir die ganzen leeren Sachen an? Gewehrschrank, das klingt schön. Magnum. Oh, wir finden Munition dafür. Bald können wir es richtig verwenden. Wir haben ja schon einige bei uns daheim gebunkert im wo lagern wir es? Im Schreibtisch, ne? Okay, wo sind wir jetzt wieder? Okay, wir sind wieder hier in der Lobby, sage ich einfach mal. Wie meint unser alter Suffkopf Alistair Tenpenny? Keine Macht den Zombies. Okay. Nix. Aber hier, großes Buch der Wissenschaften, aber genau wieder das, was wir nicht mehr brauchen, weil wir Wissenschaftler wundern haben. In der Lobby habe ich mich auch noch nicht so wirklich umgeguckt, ne? Ist ja ein Motorrad-Benzin-Tank. Nehmen wir mit. Da geht's, das ein großes Gebäude hier. Ne, hier waren wir doch gerade schon, ne? Hier ist wieder das Loch, ne? Ah. Okay. Und hier war schon wieder das andere Dings, ne? Jetzt sind wir wieder da. Das regt mich jetzt schon auf, ja, das Design. Gehen wir nochmal hier lang. Ich hoffe ja, dass wir nicht hier waren. Also, nee, doch, hier geht's ja gar nicht weiter. Das wir übersehen irgendwo in den Gang. Ach so. Dort geht's in die Kinderabteilung. Irgendwo. Hier. Gehen wir erstmal in die Kinderabteilung, auch wenn ein Archiv die Markierung ist. Raider, macht was. Treffen vielleicht auch. Wäre gut. Ich gehe so lange hier hin. Danke. Was soll denn das? Ich tue euch gar nichts. Aber ihr geht trotzdem auf mich, Scheißtypen. Was habe ich euch denn getan? Ihr werdet gerade aus Miniguns der Bruderschaft angeschossen. Ey, die hat keine Tochter. Ach so, der Inn ist tot. Oh. Dann gehört seine Ausrüstung mir. Aber das könnten wir immer noch nicht. Ey. Stärke plus 2 und Beweglichkeit minus 2 geben die Power-Rüstungssachen, aber wir, die sind jetzt bis jetzt nur unnötiger Ballast, weil wir sie nicht ausrüsten können. Aber echt mal, die gehen auf mich, während die von den anderen Seiten von den Bruderschaftskollegen hier zerrissen werden. Ein Bett, wo wir pennen können. Gratis Energie. Aufladung. Spielzeugkasten. Braucht man nichts.
Was gibt's hier noch so? Ganz genau umgucken hier. Ach ja, stimmt, das sind die Kinder. Hier gibt's Nuka-Cola-Trucks, die Das nämlich... wird lustig! Bitte. Jetzt geht's los! Der Typ war doch fast tot. Sollte der wirklich dorthin gehen? Okay, er lebt noch. Finde das gut, dass sie das hier für mich erledigen. Also diese die Trucks habe ich mitgenommen, damit ich mir die schön in die Wohnung stellen kann, ne? Die haben sonst keinen Nutzen. Aber ich finde die halt cool. Wisst ihr, so was fehlt uns noch? Wir haben Gartenzwerg is watching you und jetzt haben wir auch noch die Nuka-Cola-Trucks. In den Klassen, in den, natürlich, da ist eine Hockeymaske drin und da hat wohl einer gerne Jason gespielt. Leeres Klassenpult. Wer weiß, in so einem können auch ein megamäßiger Schatz sein. Deswegen gucke ich ganz alles ganz genau an. Pfeile. Wir haben zwar immer noch nichts, was Pfeile schießt, aber deswegen kann man sie ja trotzdem mitnehmen. Jetzt sind wir schon wieder hier im Gang. Bei unserem toten Kollegen. Na, Kollegin, wirklich, wir haben uns den ja noch nicht wirklich angeschlossen. Aber danke für seinen Sturm, für dein Sturmgewehr und deine Munition. Das finde ich nett von dir. So, was haben wir hier? Ein Terminal. Und daneben Munitionskiste. Das Terminal ist vermint. Guck doch mal. Und wir haben trotzdem Schaden gekriegt. Und unser Arm ist verkrüppelt. Fein. Aber man sieht das an diesem Fähnchen, aber ich musste es einfach des Gags wegen aktivieren. Ich dachte eigentlich, dort hinten in der Ecke kriege ich keinen Schaden, aber war wohl nicht so. Notenheft. Wir haben gerade ein Notenheft gefunden. Das ist auch nur 100 wert. Bitte? Sonstiges. Nur was habe ich ja noch nie gefunden. Das ist vielleicht auch für irgendwie so einen Vorkriegssammler, ne? Wahrscheinlich. Die kann man nicht mehr untersuchen. Super Timing. Boah, da sind auch noch zwei. Na, tackeln wir einfach rein. So. Habt ihr davon. Geschieht euch recht. Ihr könntet mich auch mal ausreden lassen. Da habe ich meinen Faden verloren. Das musste sein. Nein, das war keine Munitionsverschwendung. Schreibtisch um. Kronkorken. Finden wir hier eine Menge davon. Schreibtisch. Unwichtig. Sinnloser Raum Nummer 83. Hier. Sinnloser Raum Nummer 85. Sieht so aus. Wir können die gar nicht suchen. What the fuck? Was ist gerade passiert? Warum ist gerade alles in der Luft geflogen? Wir sind in den Raum gegangen und da ist alles in... Hä? Und jetzt darf ich wieder alles nachspielen. Ja, fickt euch doch ins Knie. Was ist diesmal explodiert? Wieder der Raum. Ach so, hier ist ein Raider. Kommst du nicht an mich ran, was? Wie? Blutiger Tod. Ach, der andere ist schon wieder verreckt. Genauso wollte ich das. Die Trucks wieder aufheben. Boah, nee. Stützbandagen. Hier gab's... Ach, hier ist eine persönliche Truhe, die habe ich vorhin nicht aufgeschlossen, ne? Ach, doch, glaube ich schon. Jetzt habe ich die Kamera eingesteckt. Ich glaube, es hackt. Ja, sonst nichts, ne? Diese komische Spielzeugkiste ist jetzt immer so. Was machst du denn? Ich hoffe, du kriegst sie diesmal alleine alle down. So, gab's hier irgendwas? Ich glaube... Nee. Hoffentlich finde ich das Notenheft wieder. Hab ich die nicht untersucht? Doch, der Fetzen-Raider hier. Jetzt geht's los.
Wo war dieses Notheft? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's schon vergessen. So, das ist ein Raider. Ah. Ja, was soll es sonst sein, ne? Alter, warum schießt du auf mich? Warum schießt du auf die Leiche? Das war Munitionsverschwendung, Kollege. So wirst du nie ein guter Ödländer. So ein Messias wie ich. Ganz hinterrücks erledigt, habe ich die. Diese Kackerlake. Wenn es mich nicht täuscht, war das Notheft in dem Zimmer, ne? Oder? Nein, doch nicht. Nicht, war es nicht hier oder war es hier? Das ist hier die Frage. Aber hier ist ein Dingense, ein Sensormodul. Es scheint nicht hier gewesen zu sein. So, mein Paladin-Kollege, du schaffst das. Wenn ich mich hier noch weiter umsehe. Oh, Nuka-Cola Quantum im Automaten. Ey, cool, hier ist ein Dingense, ein Eatotronic 3000, aber der ist irgendwie... Da sind Mentats drin, ne? Cool. Das Aktivieren hat nichts gebracht, finde ich. Lügen wir im Kongress, ein Fertigkeitsbuch. Schön. Und ein Vorkriegsbuch, man muss sich halt gut umgucken, ne? Hier irgendein... Raider. Vorhin waren hier Raider. Hm. Boah, eine Magnum. Noch eine. Stange, Zigaretten, wir sind schon fast wieder überladen. Ich habe aber auch Müll mit, das heißt, wir können auch was wegwerfen dann. Ich habe zum Beispiel diese sinnlose Kamera und so Kram aufgehoben. So, und schon ist es soweit. Wir reparieren auch mal ein paar Sachen. Chinesische Sturmgewehre. Oh, Alter, unsere MP ist in zu guter Verfassung. Reparieren wir halt die anderen. Dieses Schalldämpferteil brauchen wir eigentlich nicht. Magnums reparieren wir schon mal miteinander. Lasergewehre haben wir auch immer noch mit, die Teile. Oh Gott, wir haben schon wieder 100 Sturmgewehre. Wir brauchen die ja gar nicht, wir haben doch das Chinesische, aber wir können sie dann trotzdem verkaufen. So. Okay. Brauchen unsere Hobby, unsere Hobbymaske. Unsere Hockeymaske mal wieder. Wartung sieht nicht so aus. Lügen wir im Kongress, können wir lesen, ne? Gibt Sprache. Buffer, Feuer, Ameisen, Nektar, Whisky, ne. Weil sonstige ist bestimmt nur scheiße. Hier die Kamera, bar. Brauchen wir nicht. Können wir weghauen. Ja, gut. Haben wir, wie viel Platz haben wir wieder? Ein bisschen, ja, okay. Wird reichen, hoffe ich. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Da waren wir gerade. Aber ich will das Notenheft wieder finden, verdammt. Ich frage mich jetzt, ob das Notenheft war im Sinne von Noten wie in der Schule oder Noten von wegen Musik. Weil es könnte ja beides sein, ne? Hier war auch gerade so ein Klassenzimmer. Wo war die Scheiße? War die hier? Ja, haben wir ja gerade schon mal geguckt. Wo ist das? Das war 100 Kronkorken wert, das Notenheft. 100! Ich glaube, das ganze Geld haben wir auch noch nicht wieder. Das ist der Explosionsraum. Und er ist wieder explodiert. Was war hier bitte vermint? Ich bin immer noch vorsichtig hier. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall sind hier Munitionskisten. Und sehr leicht verschlossene Munitionskisten. Hm, Magnum. Und noch mehr Munition. Und jetzt darf ich einfach wieder gehen. Ja. Okay, gut. Ist das Notenheft diesmal einfach nicht mehr gespawnt oder warum finden wir das nicht nochmal? Ich will es haben. Notenheft. Oder war das weiter hinten noch?
Kann ja auch sein. Haben wir vielleicht irgendeinen Raum übersehen? Hier nochmal gucken. Ich weiß, das mag jetzt so aussehen, als würde ich mich hier total immer nur im Kreis laufen und denken, what the fuck? Aber genau das tue ich auch. Ja. Und das nicht nur, weil ich das Notenheft finden will, sondern weil ich mich hier nicht wirklich auskenne. Ah, ich glaube, ich habe den Raum gefunden. Hier ist es, das Notenheft. Ich wusste es doch. Schreibtisch. Und hier war ja auch ein... Hier war der Explosionsterminal. Ja, ja, Freundchen, diesmal nicht, ne? Diesmal nicht. Kann ich das vielleicht irgendwie deaktivieren? Ja, guck mal, da dreht sich so ein Fähnchen drauf. Das heißt, das ist eine Falle. Aber deaktivieren kann ich das irgendwie nicht. Aber wir können es aktivieren. Dann schnell raus. Rennen, bitte. Ich habe doch das Terminal aktiviert, nicht den Schreibtisch. Dann komm, versuchen wir es nochmal. So. Ah ne, irgendwo konnten wir ja auch noch pennen, ne? Ich würde gerne die Energie auffüllen, ohne irgendwas fressen zu müssen oder Stimpaks zu benutzen. Ich glaube hier, ne? Ja. Gut, schlafen wir mal ein Stündchen. 12 PM. Also jetzt haben wir es um 1 am in der Nacht. Und ja, ich habe schon wieder einen Part voll. Ja, wir sehen uns gleich.